Stimmt was nicht? Nein, alles ist ganz wunderbar. Sie sind auf dem Weg hierher. Komm zu mir, schau mal, okay? Nassim hat vor allem nach dir gefragt. Samsio, schön, dass du da bist. Verlier dein Ziel nicht aus den Augen. Die Sakru kehren in die Prärie zurück, auf der Suche nach einer neuen Heimat. Ich durfte dies schon mehrmals erleben. Jetzt ist es endlich wieder soweit. Sie erreichen das Herz der Prärie, das Land unserer Ahnen. Das ist ein Zeichen. Es wird Zeit, dass die Sesua wieder die großen Spiele veranstalten. Die großen Spiele? Dabei werden Allianzen geschlossen und Freundschaften gepflegt. Andere Clans haben bereits zugesagt. Ich hoffe, die Sarentu nehmen auch teil. Ewa erwartet von uns, dass wir unsere Ahnen ehren. Nehmt teil! Wir feiern unsere Siege und lassen die Traditionen wieder aufleben. Reiten wir mit dem Wind! Wer da ist. Die Sakro werden sich freuen, dass du da bist. Die Wanderung. Es ist unglaublich. Und wir wandern mit den Sakro. Ein gutes Zeichen für unsere großen Spiele. Du nimmst teil, oder? Ich weiß nicht wirklich etwas darüber. Das geht vielen deines Alters so. Die letzten Spiele sind eine Weile her, bevor die Himmelsmenschen das Land verdarben. Aber jetzt, da Frieden in der Prärie herrscht, ist es auch Zeit für ein bisschen Spaß. Ein kleiner Wettkampf zwischen den Clans. Komm, es ist eine Tradition der Sesua, die Sakru auf den Schreckenspferden zu begleiten. Sieh dir die mächtigen Tiere aus der Nähe an. Fühle das Beben der Erde unter ihren Füßen.
Das darfst du nicht verpassen. Deine Ikran ist schlau. Sie wird den Weg ins Lager alleine finden. Ganz ruhig. Alles gut. Entspann dich. Nein, geh nicht. Kin sagt, ich soll mit den Sakru reiten. Willst du die Gegend erkunden? Du bist ein gutes Mädchen, nicht wahr, Katir? Du und ich, Katir. Sakro warten. Okay, auf zu den Sakro. Solange er mich beobachtet. Bist du ja! Spielen teil. Die Gruppe ist ein Riff.
Herausforderungen. Sarentu, Minang wartet auf dich im Lager der Spiele. Du bist fast da. Den Wanderer treffen. Dann komm schon! Ich war auf der Durchreise. Ich wollte nicht stören. Stören? Hörst du das, Ewafi? Kann man den Wind stören? Der Brise vorschreiben, in welche Richtung sie blasen soll? Er lässt sich von unsereins nicht stören. Er ist hier ganz alleine. Ein Wanderer? Die meisten Sakru folgen der Herde. Doch manche, so wie Ewafi, gehen ihren eigenen Weg. Kleine Böen nenne ich sie. Unabhängig. Aber sie sehen gerne hübsch aus. Wie alle Sakru. Willst du es versuchen? Beeren sind gute Farben. Ewafi wird die Aufmerksamkeit eines Sarentu genießen. Ich langweile ihn wohl. Ich wäre ein... Minang! Die Sakru sind so wunderschön. Hat man sie wegen der Wanderung geschmückt? Und wegen der Spiele.
Die Sakru haben uns zu den Spielen unserer Ahnen zurückgebracht. Diese Spiele werden ganz besonders sein. Das fühle ich. Nimmst du teil? Das hat Kin auch gefragt. Was sind das für Spiele? Spiele, über die man Lieder schreibt. Harte Prüfungen, die Kräfte und Fähigkeiten der Na'vi testen, auf dass sie dem Volk noch besser dienen. Deine Zahe wird sich sehr freuen, dass du teilnimmst. Du meinst Rednella? Ist sie hier? Und Daylan? Er auch. Er half gerade den Färbern im Zelt der Kunsthandwerker. Geh, Zamsihu. Feiere mit deinen Freunden. Die Spiele beginnen morgen. Es ist so seltsam, den Sarentu zu sehen. Aber gleichzeitig so wunderbar. Was soll das sein? Tanzen oder ich kämpfen? Wie sie zu sein. Ich sagte es doch, es ist beides. Tanz, kämpfen. Glaub mir, das ist sehr effektiv. Ein bisschen verwirrend, oder? Ist das Kunst für deinen Clan? Vorsicht, oder ich melde mich für die nächste Runde an. Nicht schlecht. Ich hoffe, du bist bereit für etwas Kampftraining. Du musst das Verhältnis zwischen Flüssigkeit und Blättern finden. Schau. Ach, so eine lebendige Farbe. So etwas habe ich noch nie gesehen.
Jetzt mischen wir, wie hast du es genannt? Den Katalysator. Und hier ist er, ein lebendiger, beeindruckender Ton. Keine Technik mehr, Daylan? Oh, hey, da bist du ja. Unfassbar, dass alle Clans hier sind, oder? Sogar der Widerstand. Gut, sie sind kein Clan, aber sie sind auch hier. Menschen und Navi vereint. Das ist auch Technik, nur anders benannt. Technik? Komisches Wort. Aber hört sich schön an. Schön, dich auch zu sehen, Okul. Ist alles gut in den Höhlen? Alles läuft gut. Die Kame-Tiere haben dich vermisst. Aber die Spiele vereinen uns wieder. Ich bin gespannt, wie es wird. Was machst du denn da? Sieht gut aus. Farbe für Rinella. Sie ist auch hier und malt mit den Künstlern ein Gemälde für die Spiele. All unsere Farben fließen zusammen. So wie früher, so wie es sein sollte. Mach doch mit. Rings ums Lager wachsen viele Beeren. Für perfekte Farben? Ja, ich habe gesehen, wie die Sessua die Sakru mit Farben anmalten. Unglaublich, wie sie sich bewegen. Sie sind riesig. Etwas mehr Blau? Vielleicht. Aber es darf nicht zu dunkel werden. Hellere Farben sieht man viel besser auf den Felsen. Malst du oft? Ich dachte, das wäre eher ein Ding der Aranahe. Die Aranahe. Mal sehen, was ich habe. Etwas mehr Blau? Vielleicht. Aber es darf nicht zu dunkel werden. Hellere Farben sieht man viel besser auf den Felsen. Malst du oft? Ich dachte, das wäre eher ein Ding der Aranahe. Die Aranahe preisen sich gern als große Künstler. Das stimmt. Damit Tiere haben auch ein Talent fürs Malen. Hier, das muss noch länger gehen. Sonst schlägt es Blasen. Wie findest du ihn? Gut, schön. Sieg soll das Motto sein. Wir haben die Himmelsmenschen bekämpft und besiegt. Das Wandbild sollte über uns sein, die Clans, nicht die Himmelsmenschen. Wir haben den Sieg gemeinsam errungen. Einheit könnte das Thema sein. Ah, du kommst zur richtigen Zeit. Wir haben uns zusammengerauft, unsere Last abgeworfen, nach all den Jahren. Und wir haben zusammen gesiegt. Es funktioniert. Aber wir müssen es auch zusammen malen. Ein Künstler aus jedem Clan. Die Sessua, Sarentu und Kame'tire sind hier. Ein Aranahe fehlt. Was ist mit Nevika? Sie möchte bestimmt unbedingt dabei sein. Sie ging den Hügel hinauf, an den Himmelsmenschen vorbei. Sie möchte bestimmt dabei sein. Ich sag es ihr. Lass mich wissen, wenn du mehr ADA-Listen findest.
Ich habe meinen Ikran auch verloren. Vor sehr langer Zeit. An die Himmelsmenschen. Er war zu zahm. Und er vertraute mir. Zu sehr. Nach langer Zeit fand ich ein neues Bündnis. Ich hoffe, das werde ich auch. Wenn ich nicht mehr trauere. Die Trauer hat mich nicht verlassen. Aber sie ist verblasst. In Frieden. Sommel. Wähl weise. Gib Acht. Die RDA hat zu viel genommen. Ich befürchte, nichts wird je wieder sein, wie es war. Ob es Spiele gibt, die Menschen absolvieren können? Wahrscheinlich nicht. Hey, Kumpel! Hier drüben! Hey, Anka! Siehst du dir die Spiele an? Nassim selbst hat uns eingeladen. Priya hat sich unfassbar gefreut. Und ich konnte zu einem Erkundungsausflug nicht Nein sagen. Trittst du an? Vielleicht. Gerade suche ich Nevika. Hast du sie gesehen? Eine Weberin der Aranahe. Langer, gelber Umhang. Ha, die kenne ich. Schwer zu übersehen. Der Duft ihres Sankes hat alles übertönt. Sie ist auf den Hügel rauf. Hat was gemurmelt von sich die Vergangenheit ansehen zu wollen. Ich habe sie nicht verstanden. Der Duft. Das muss Sanke sein. Hey, schön, dich wiederzusehen. Ich könnte etwas von Hajirs Sakro-Wolle gebrauchen. Die RDA fehlt mir nicht, aber ihre Werkzeuge.
großer Sprung. Guter Fang! Gut, dass du da warst. Du warst fleißig, was? Hast du Spaß? Es ist auch wirklich besser so. Er bleibt seiner Heimat ganz. Mayantu, ich hätte ahnen können, dass du antreten willst. Willst du von den Klippen springen? Wenn du auch dabei bist? Kind! Am besten sind die Spiele, wenn man nur zusieht, wenn du mich fragst. Setz dich zu uns. Trink einen Sanke. Ich glaube, unsere alten Geschichten sind nicht wirklich spannend genug für einen Sarentu. Ich hatte gehofft, ihr könntet uns mit dem Gemälde helfen. Das, mit dem wir die Spiele feiern wollen? Sie haben also schon damit begonnen? Dann los! Mal sehen, was noch zu retten ist. Ich habe selbst noch an den letzten Spielen teilgenommen. Ich erinnere mich sehr gut. Ich fühle mich wie das Mädchen von damals. Voller Energie und Hoffnung. Sie kannte keine Dunkelheit. Zeit für neue Erinnerungen. Komm, komm. Mal etwas für die Sarentu. So wie unsere Ahnen einst. Ich muss diese Wandbilder finden, die Kind so mag. Ist das nicht wunderbar? Alle Clans zusammen. Es ist wundervoll zu sehen, wie der Wald sich erholt. Alle sprechen davon. Es erinnert mich an Kins Geschichten. Gemälde wie dieses in der ganzen Ebene zur Feier der Spiele. Er hatte viele Geschichten. Hat mich immer unterhalten, trotz meiner Last. Wunderschön, Rinella. Minang nannte dich unsere Zahi. Hat sie das wirklich? Ich folge ihren Lehren. Das sehen wir. Wo ist Daylan?
Er hat so lange die Farbe gemischt. Aber das Ergebnis will er nicht sehen? Er war mit Kin, bei den Sakro. Der Junge hat etwas Angst vor ihnen. Es ist besser, immer jemand dabei. Es ist schön, dein Volk wiederzusehen. Mayan, du wunderbar, dich zu sehen. Kein Grund, Angst. Du willst also wirklich einen Sakru bewegen? Nein, also nicht wirklich. Ich habe mit Kind den Käse probiert. Der ist so gut. Der Junge hat einen guten Geschmack. Und ich soll den Käse aus den Höhlen der Sessua probieren. Aber... Aber ein Sakru liegt im Weg. Lach mich nicht aus. Die sind groß. Das stimmt natürlich. Klein Mopsi ist nicht mehr ganz so klein. Ich lache nicht. Ich verstehe das. Ich hole den Käse. Problem gelöst, junger Delam. So schnell stirbt man nicht. Komm, lass uns zum Feuer gehen. Okay. Zeit, einen Sakro zu schieben. Hallo. Nopsi, richtig? Darf ich vorbei? Ah, danke, Nopsi. Okay, Daylan.
Ich hoffe, das ist der Richtige. Was ist dann passiert? Anfi schickte ihn weg. Er wurde aus dem Clan verstoßen. Verstoßen von allen, sogar von Ewa. Er tut mir irgendwie leid, denke ich. Dann erzähle ich es schlecht. Natterwölfe weckt man nicht. Lächerlich. Ich verpasse wegen ihres Unsinns die Spiele. Und plötzlich... Boom! Ein Licht... Bist du wirklich mit den Sakru eingeritten? Was, wenn du zer... Du hast es! Und das Sakru? Ohne Probleme verschoben. Es sind wirklich sanfte Tiere. Probier's auch mal. Ja. Später. Vielleicht. Jetzt möchte ich einfach nur hier sitzen und mir Geschichten anhören. Und selber welche erzählen. Rinella hat auch schon Geschichten erzählt. Kommt, lasst uns das Feuer genießen. Heute sind wir alle ein Clan. Kämpfen werden wir morgen. Sosul und ich werden euch aus dem Lager anfeuern, falls ihr vorbeikommen wollt. Wann starten die Spiele? Bei Morgengrauen. Anufi bereitet die Kämpfer im Hauptzelt vor, falls du auch möchtest. Belan, das ist unser bester Käse. Würzig und saftig. Ihr werdet nichts anderes mehr wollen. Und die Träume, die ihr haben werdet. Vielleicht versuche ich, ein Schreckenspferd zu reiten. Ich hoffe darauf, die alten Wandbilder noch mal zu sehen. Nicht der richtige Moment, Streit zu suchen. Überaus merkwürdige Kleidung, Präsident. Du hast den Kampf überlebt. Hier gibt es keine Feinde zu bekämpfen, nur Freunde. Leicht wird es trotzdem nicht. Mögen diese Farben dir zeigen, wie mutig du bist. Er wurde verstoßen.
Einst führte ich an deiner Seite, Anufi. Nun bin ich auf mich allein gestellt. Auf der Suche nach Gesellschaft verließ ich den uns bekannten Wald, weit über seine Grenzen, um Hunger, Kälte und Einsamkeit zu entkommen. Nur kein Clan akzeptiert mich. Worum geht es hier denn? Die Spiele sollen uns doch einen. Mokasa, dein Fehlen macht mein Herz schwer. Aber dein Betrug lastet schwerer. Du hast das Blut, das du vergossen hast, mir angelastet. Ich wurde auch betrogen. Dämon, hast deine Haut abgelegt. Du suchtest nach Frieden. Aber du warst nur ein Raubtier, das einzig darauf wartete, endlich angreifen zu können. Worauf wartest du nun? Ich hab Fehler gemacht. Ein Kampf wird dir nicht helfen. Dieser Mensch hat dir die Mutter genommen und das verteidigst du? Du hast nichts gelernt in der Einsamkeit, Mokasa. Die Spiele können unsere Probleme nicht lösen. Er geht, dafür sorge ich. Nein, Satne, das können wir nicht entscheiden. Er hat kein Recht, hier zu sein. Die Seswa werden ihm sagen, er solle gehen. Wir wollen hier feiern. Ich werde das nicht ruinieren. Das hat er schon. Ah, die Kamettiere wieder inmitten der anderen Clans zu sehen. Ich hätte es anders. Du hast den Frieden gewahrt, eine echte Diplomatin. Was sollen wir tun? Wird Mokasa etwa hier bleiben? Möchtest du das denn? Die Spiele sind für alle. Ich kann das nicht entscheiden. Er gehört hier nicht hin. Nach allem, was... Satne, bitte. Das muss gut überlegt sein. Vielleicht hat Satne recht. Der Weise weiß nicht nur, wie er handeln muss, sondern auch zu welchem Zeitpunkt. Die Spiele beginnen gleich. Du solltest die anderen beim ersten Rennen treffen. Sei mutig und schätze den Moment wie einst deine Ahnen. Deine Diplomatie ehrt den Pfad deiner Vorfahren. Ritnella? Daylan? Jemand da? Ich. Oh! Ich habe gerade Nopsi begrüßt. Ritnella ist bei Satne. Soll ich sie für dich holen? Sie weiß es also. Weiß was?
Mukasa. Er ist beim Zelt aufgetaucht. Mukasa? Aber warum? Will er teilnehmen? Das kann er doch nicht. Ich denke, er ist einfach einsam. Vielleicht möchte er einfach nur wieder bei uns sein. Auch wenn er hier von allen gehasst wird? Ist gehasst werden etwa besser als allein sein? Hat Mukasa erwähnt, wie er von den Spielen erfuhr? Vielleicht hat er die Leute davon reden hören. Schließlich wurden alle Clans eingeladen. Wenn er davon gehört hat, dann hat Nord das vielleicht auch. Und kommt auch hierher. Daylan. Ich weiß. Du denkst, er will nicht bei uns sein. Aber vielleicht ist er nur vom Weg abgekommen. Und findet nicht zu uns. Salt Lake konnte ihn nicht finden. Salt Lake. Das heißt, Nor versteckt sich absichtlich. Zumindest jetzt gerade. Aber vielleicht ja nicht für immer. Du hast recht. Er würde die Spiele lieben. Ich hoffe, er ist okay. Wo auch immer er ist. Du hast hier immer ein Zuhause. Ich mag Herausforderungen, aber sie nehmen sie so ernst. Danke, dass du Mukasa aufgehalten hast. Nimm zum besseren Zielen die Schulter runter. Okay, Anka, hör zu. Dieser Kamentierer Mukasa, derjenige, der... ich sollte nicht so laut reden... Der Kerl, der damals der RDA verraten hat, wo die Sarentu sind. Du weißt schon, oder? Er ist hier. Arma sagte, er kam einfach zu ihr. Großer, unheimlicher Typ. Und meinte, das ist alles deine Schuld. Weil er ja verstoßen wurde, nicht? Ich weiß nicht, was passieren wird. Er ist immer noch hier. Wie regeln die Navi sowas? Wir kehren vielleicht früher als geplant zum HQ zurück, wenn die Spiele abgebrochen werden. Aber das glaube ich nicht. Alle ignorieren ihn einfach. Triff mich, wenn du das gehört hast.
dich gern sehen. Du würdest nur noch Staub sehen, wenn du dabei wärst. Den Staub von deinem Sturz, ja? Du fällst oft vom Schreck ins Pferd, oder? Blind ist vielleicht keine gute Idee. Die Kinder finden ihren eigenen Weg. Wir lassen uns davon nicht in die Feier bringen. Reden ist nicht immer die Lösung. Was ist das für ein Spiel? Ein Rennenkrieger. Kannst du gleiten wie ein Winsau? Oder hast du Schiss wie ein Wuwuk? Hör nicht auf sie. Hab einfach Spaß. Musst du grad sagen, mich würdest du nicht schlagen. Du bist vielleicht schneller, aber ich treffe öfter. Was ist wichtiger, ein schneller Schuss oder ein Treffer? Es ist ein Rennen. Da zählt Geschwindigkeit. Man geht also mit einem Schreckenspferd auf die Rennbahn und schießt auf Ziele? Falls das zu viel ist, verzichte auf das Schießen. Aber wenn du sie triffst, bekommst du mehr Zeit. Das ist wichtig. Nur wenn du langsam bist. Sivako! Woo!
bester Freund in schwierigen Zeiten. Ich muss Ihnen helfen. Bereit dich zu messen? Hier, meine Waren. Lass dich nicht erwischen. Konzentrier dich nur auf die Strecke. Du kannst das schaffen. Nessim braucht Gegenwind. Etwas langsam, aber erfolgreich. Tritt an, wann immer du magst. Schaff dir einen Namen unter den Champions. Auf zu den anderen Spielen. Solle, mal sehen, ob du genauso langsam kletterst, wie du reitest. Wir sollten mal zusammen Sankt. Hast du Zeit? Du bist bei den Spielen dabei, ich weiß, aber... Alles in Ordnung, Daylan? Ich denke schon. Kannst du zu mir kommen? Es ist ein kurzer Ritt vom Lager aus. Moment.
Bist du ein Schreckenspferd geritten? Sag es niemandem. Bin unterwegs. Du willst nochmal? Sivako. Du bist ein wahrer Meister.
Ja, ja! Ah. Wer ist dieser tapfere Sessua-Krieger? Sehr witzig. Ich weiß nicht, wie er das alle so leicht schafft. Man gewöhnt sich dran. Wie war dein erstes Bündnis mit einem Schreckenspferd? Aufregend. Ihren Herzschlag zu spüren, auf ihr zu reiten. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass ich Angst hatte oder sie. Aber zusammen hatten wir sehr viel Angst. Ich laufe zurück. Es wird mit der Zeit leichter. Was machst du eigentlich hier? Oh, ich suche etwas. Oder habe was gefunden. Eigentlich beides. Einige unserer Geräte sind alt und man bekommt schwer Ersatzteile. Also habe ich hier mal nach noch funktionierenden Teilen gesucht. Und dabei habe ich ein Funksignal von dieser Basis empfangen. Das ist unsere Chance. Kannst du dir das ansehen, während ich weiter auf Signale scanne? Du gehst nicht selbst da rein? Beim nächsten Mal. Daylan, ich bin in der Basis. Wonach suche ich? Nach jeglicher Technik. Ich kriege immer noch ein Signal, also gibt es da immer noch ein Funkgerät. Bist du sicher, dass das Signal von hier kommt? Hier ist alles total verrottet. Ja, definitiv. Ich bin zu 73% sicher, dass das Signal von dort kommt. Alles, was noch funktioniert, kommt von dort drin. Gibt es externen Strom? Dann kriegst du die Türen auf. Ich sehe mich mal um. Muss von der Plattform gefallen sein. Aber was noch?
So nicht. Sieht falsch aus. Das war wohl Treibstoff. Irgendwie ist hier ein Feuer ausgebrochen. Ich frage mich, ob... Die kaputten Kabel gab es einen Kurzschluss. Daylan, sieht aus, als ob durch ein paar kaputte Kabel ein Kurzschluss ein Feuer ausgelöst hat. Dadurch ist ein Tank explodiert. Es gab also Strom. Oh, dann lassen sich die Türen öffnen, wenn du die Sicherungen aktivierst. Verwende Sid, um das Relais zu finden. Daylan, du hattest recht. Der Strom ist wieder da, aber die Basis ist zugewuchert. Das ist gar nicht schlecht. Wenn nichts rein kann, wurde vielleicht auch nichts angerührt. Oh, vielleicht findest du ein paar Crossband-Modulatoren. Die könnten wir gebrauchen. Da geht es rein. Wenn ich an dieser Pflanze vorbeikomme...
Das ging. Und noch eine. Ich glaube, das waren alle. Natterwölfe. Bestien. Ich hatte hier eigentlich nur Pflanzen erwartet.
Daylan? Hier ist fast alles zerstört. Ich glaube nicht, dass ich hier was finde. Such weiter. Ich kriege definitiv ein Signal. Daylan, ich stecke fest. Man kann noch weiter in die Basis rein, aber der Weg wird durch einen Unterwasserrotor blockiert. Ein Rotor? Wozu soll der gut sein? Daylan, eine Idee, wie der abzuschalten ist? Die Verkabelung in dem Gebäude wurde lange nicht benutzt. Viele tote Stromkreise. Sid könnte den Strom vielleicht umleiten.
Das hat sich gelohnt. Daylan, ich hab was gefunden. Ah, Crossband-Modulatoren? Sehen eher wie Computer aus. Vielleicht kommt das Signal daher. Ich sehe mir das an. Überwachung hat bestätigt, dass sich mehrere gesuchte Personen im Lager der Sakru aufhalten. Die Clans nehmen anscheinend an irgendwelchen Spielen teil. Gesuchte Personen? Anufi, Zahik und die Anführerin der Kamitire. Bisheriger Kontakt über den ehemaligen Executive Vice President John Mercer.
Dr. Alma Cortez, RDA-Überläuferin, ehemalige Leiterin des TAP, hat höchste Priorität. Sie sind hier! Hey, Blauer! Ich hab richtig Bock, Blut zu vergießen. Heute ist dein Glückstag. Lass die nicht entkommen. Holen wir es uns. Ziel dort drüben. Komm hierher zu uns. Überprüfe Position. Du willst, dass wir Schuss aushalten? Echt jetzt? Ich sehe dich. Waffen im Anschlag. Kann ich schießen? Muss Stellung wechseln. Gesichtet! Greift von hinten an! Stellungswechsel! Blaues Vieh im Visier! Verschanze mich! Geschütz hat Probleme! Balan, die RDA ist hier. Das Signal kommt von einem Überwachungsfeed. Sie beobachten das Lager. Schnell raus da! Ich gebe Rinella gleich über Funk Bescheid. Colonel Harding, zunächst möchten wir betonen, wie sehr wir uns freuen, dass Sie MPA-Verteidiger in Ihrer Kampagne einsetzen wollen. Sie werden nicht enttäuscht sein, das kann ich Ihnen versprechen. Wir sind sehr stolz auf unseren Verteidiger und seine Leistung als Verteidigungs- und Navi-Befriedungsgerät. Zu den Fakten. Standard-MPA-Gehäuse knapp über 4 Meter hoch. Cockpits und andere Mechanismen sind mit anderen Modellen für Pandora kompatibel. Ihre Techniker werden also keine Probleme mit Ersatzteilen oder Reparaturen haben. Der Unterschied liegt in der Ausstattung. Über der Kabine kann eine GAU-90 oder ein Granatwerfer montiert werden.
Aber nun zum Schild. Eine der ältesten Waffen in der Geschichte der Menschheit, die immer noch funktioniert. Dieser ballistische Schild besteht aus einem Legierungsgemisch, ist knapp 4 Meter groß und hat ein Glas-Polymerfenster. Robust? Einfach. Die Blauen kommen da nicht durch. Und sie haben es wirklich versucht. Und wir haben das Ganze noch verstärkt und sind jetzt bei knapp 200 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Wenn das auf einen Navi trifft, ist er komplett platt. Dabei. Ich dachte, wir würden hier jede Menge Action erleben. Anvisiert!
muss hier sein! Sie haben uns definitiv verfolgt. Wer weiß, ob da noch mehr sind. Ich kehre ins Lager zurück. Bis bald. Hey, wegen der Außenposten. Ich habe noch mal auf die Karten geschaut und es gibt ein paar Verlassene in der Gegend. Zerstört von den Sesswa? Ja, sie haben sie sicher ordentlich zerstört. Aber du weißt, sie kennen sich nicht sehr gut mit Menschentechnik aus. Es gibt dort vielleicht noch etwas für die RDA. Richtig. Glaubst du? Ich kümmere mich darum.
Heute weiterleben, morgen weiterkämpfen. Whoa!